auch planen. Das wollen wir doch mal sehen. Und damit herzlich willkommen zurück zu Knallert durchgenommen. Edmund Denzel. Ich, meine Hoffnung beruht mittlerweile auf Invadern. Dass ich überhaupt nochmal zocken kann. Sind wir überhaupt online? Ja, ne? Ja, normal. Ja, wir wurden echt. Wir werden echt selten invaded. Ja, ich hab Schiss. Trau dich doch mal und benutzt mal so einen Twisted Finger oder wie die heißt. Twisted Finger? Was ist das? Ja, diese. Es ist nicht, wo man mehr Leute im Koop haben kann. Ja, aber da kannst generell mehr. Wirst, glaube ich, mehr zum Ziel von. Also auch scheißegal. So. Nee, bitte doch nicht. Wieso geht denn das nicht? Nein, Crusted Finger. Ja, aber ich will einen invaden. Geht nicht. Aber warum nicht? Weiß ich auch nicht. Wahrscheinlich. Sind wir online? Wir sind online. Woher weißt du das? Weil. Ich das spüren kann. Aber wir haben auch vorhin Science gesehen, Sunbro ja, Science. Ja, sie sind ja Science, genau. Wieso sind wir denn dann? Wieso können wir denn nicht invaden? Ja. Wenn ich es mir recht überlege, ist invaden mit dem Club natürlich auch ziemlich dumm. Ist die dümmste. Moment, mal hier waren wir schon. Wie weit seid ihr denn hier schon gegangen? Hier ist ja sogar schon der Shortcut. Ja, das wundert mich auch. Das hab ich gemacht, glaube ich sogar. Ja, ne? Ich weiß nicht mehr, was ich zu Hause gemacht habe, um jetzt hier. Gut, dann machen wir kurz den Shortcut. Kannst du gleich zum nächsten Boss. Stimmt. Oder den haben wir doch auch schon gemacht. Haben wir den gemacht? Nee, warte mal, haben wir schon. Ach, guck mal, ey. Hier. Haben wir den schon gemacht? Gucken wir mal. Nee, den haben wir noch nicht gemacht, glaube ich nicht. Mach den jetzt. Hast du den nicht sogar gemacht? Londo hast du mit Colin gemacht, da war ich nicht mit bei. Ach nee, den hab ich ja gemacht. Nee, den hat Colin gemacht. Wen hab ich denn gemacht? Nee, den hab ich gemacht. Stimmt, den Aldridge. Den hab ich gemacht. Aldridge, the motherfucker. Wenn du jetzt hier schon die Typen... Hier ist ja schon der nächste Bossi. Ja. Das bringt gar nichts. Nee? Die kann man hier voll ins Face rein... Ja. Einschießen, wenn er hier unten steht. Von oben runter jump zumindest. Nee, du kannst ihm hier die ganze Zeit. Oh. Wenn er nicht ausweichen würde. Kriegt er nämlich schon ganz gut Schaden, weil das ist ein ziemlicher Fucker. Das, jetzt machst du cheesy, ey. Ja, weil das echt ein Fucker ist. Ich sag, da sind zwei. Soll ich den jetzt. Soll ich nicht cheesen, ne? Nee. Okay. Jetzt ist er schon tot. Nee, ich. Nee, ja. Boah, knapp. Ohohoho. Alter Schwede, das war aber knapp. Die können übrigens auch Chunks droppen. Aber das nur mal so nebenbei. Hier haben wir, glaube ich, schon alles eingesammelt. Ja? Okay. Da ist Johnny Nummer 2. In the knee. Ach shit, sonst wäre... Oh, und der stellt sich extra so, dass du von oben hauen darfst. Man leider nicht staggern, nicht mal mit dem Large Club werden die gestaggert. Haben die genervt? Alter! Irgendwie schwerer in Erinnerung. Ja, ich auch. Magic Stone Plate. Mhm. Und jetzt kommt die geilste Stelle im ganzen Spiel, Alter. Was? Pass auf, mal sei ja mal ruhig jetzt. Wir trinken erstmal. Du gehst hier lang. Ist mir nicht aufgefallen. Hey, jetzt kannst du Anti-Magic equippen, glaube ich. Also den Ring zum Beispiel, der gerade gedroppt ist, ist glaube ich gar nicht so schlecht. Willst du hier mit Keule machen? Ja, normal. Alles mit Keule. Oder? Also mit Keule, Shield of Wand, 68. Das finde ich so geil, diesen Sound hier. Aber okay, gehen wir rein. Der ist super unberechenbar. Der ist, also, da kann ich nicht sagen, dass ich den auf Anhieb schaffe. Ich hab den beim ersten Mal gepackt. Bei meinem ersten Playthrough auch. Bei meinem zweiten habe ich 10, 15 Versuche gebraucht. Ich
weiß gar nicht mehr. Irgendwie war der irgendwie in der Ecke und. Das ist, ey, Fucky McFuckenstein. Pass auf den draufhauen. Alge auf dem Rücken. Glipschi McGlipschenstein. You ignorant slaves. Finally taken notice, have you? Und dann spricht er richtig feinstes Oxford-Englisch. Well. Child of dragons. Watch a lot. Ist doch auch eigentlich nur aus Blackborn über, oder? Ja, die Dinger hinten gerade, das sind die von den Aliens. Der ist herzlich in Blackburn geschafft. Mhm. So, mal gucken. Hey, don't step on me, bitch. Was ist das? Oh, du hast mir den Stock aus der Hand geschlagen. Ja, der geht ja jetzt in die zweite Phase. Easy, Alter. Ja, jetzt ist er aber erst in der Evil-Phase. Na, das ist ganz gar nicht so schlecht, wenn man die halt bekommt. Einen. Shit. Boah, Curse ist das. Fuck you, Curse! Voll eingeladen. Mein trifft nämlich jetzt nicht mehr, weil der irgendwie ganz komische Sachen macht. Ja, das meine ich. Der hat es bei mir, war der irgendwie in der Ecke. Guck mal, der kriegt doch keinen Schaden so richtig, doch, ne? 600, glaube ich, super. Ja, aber das ist aber nicht viel. Ja, der hat viel Energie, aber du machst die ganze Zeit schon. Weg. Drei Typen, die alle die Armor of Thorns anhatten, die den Tod gewollt haben. Einfach zu dritt mal eine Runde. Ja. Kann nix. Soul of Consumed Osiros. Ja gut, okay, der war echt nicht so schwer. Oh, serious. Weiß ich nicht, was ich da für Probleme letztes Mal hatte. Hä? Achso, Bonfire. Ich hab gedacht, der müsste ja mehr Seelen geben. Aidsage 1000. Hier kann man jetzt dann übrigens ganz, auch ein ganz guter Chunk-Farm-Spot, wenn man so will. Kannst halt jetzt zurückrennen und die Ritter wieder machen. Und ja. Will aber wissen, was hier hinter ist. Weiß nicht mehr, was kommt. Nee, sind die lebendig? Gleich. Kommt jetzt ein Boss? Nee, ne? Nee.
Ach, hier kriegt man jetzt, glaube ich, die Geste. Dragon World. Ja. Path of the Dragon. Yeah. Ach. Sackgasse, ha? Or is it? Titanite Scale. Jetzt checken wir mal auf. Illusory Wall. Ach ja, ja. Jetzt, now I raff. Untended Graves. Hier hat alles mal begonnen. Ja, ne? Das macht man. Wann? Dennis hat in seinem Leben zu viel Souls-Spiele auf dem Fall gespielt. Oh, das ist jetzt schwieriger für ihn, die Eintrittspreise bei Theme Park anzupassen als. Alter! Und da ist er down! Hier. Yeah. Geil, noch 3 Minuten. Und dann haben wir wieder Schnick, Schnack, Schnuck gemacht. Okay, da liegen jetzt aber, du hast eine große Bürde, da liegen 180 Millionen Seelen. Das heißt, ich kann nur gewinnen. Oh, sie zumindest. Das ist gleich da vorne. Ah. Machst du sie, glaube ich, nur böse mit, oder? Willst du nicht reinrennen, die Seelen? Was ist das für ein Trick? Gut, gut. Einer weniger. Stink! 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 Achtung! Oh! Pass auf! Ja. Fuck. Egal, ist nur Poison. Hauptsache, du holst die Dinger da. Jetzt kannst du auch rein. Ashen Estus Ring. Der füllt bestimmt wieder die blaue Leiste wieder auf. Die Magieleiste. Also, beziehungsweise mehr bei Blau. So wie der Estus Ring die Lebensenergie wieder auffüllt. Jetzt wechselt Ed die Waffe auf. Die Superfaust. Ja, das kennt man hier alles vom Anfang, aber in einer Dark Version. Mhm. Oh, die sind hart. Die sind hart, Ed. Weg da. Das ist noch 42 Sekunden. Ja, ich könnte den Gundyr noch stemmen. Nee, ja, ich glaube, das lassen wir, oder? Mal jetzt Schluss. Das sind ja nur 80.000. Warte mal, soll ich kurz hinrennen, die Seelen holen, damit ihr das nicht nächstes Mal verrafft?
Und dann, genau, das mache ich noch schnell. Und dann gebe ich die auf Stärke aus. Nicht, dass ihr wieder irgendwie auf Intelligenz geht oder so. Was man nie. So. Zack. 80.000 Seelen. Zurück teleportieren. Und gut fühlen. Sehen, ey, da können wir uns ein Auto von kaufen. Können wir zum Lord of Cinder fahren mit dem Auto. Ja. Ja, ich gebe dir natürlich in Stärke aus, damit der Knüppel noch doller zumpft. Außerdem brauchen wir die Stärke für unsere neue Megawaffe. Welche neue Megawaffe? Jorms Mega-Knüppel. Ja, Knüppel. Ja. Dann sagen wir tschüss. Bis zum nächsten Mal. Es war wunderbar. Schaltet wieder ein, wenn es dann wieder heißt. Knaller Denzel, ja, passt ja. Tschüss.